Ja, hallo, hallo. Heute soll es um Kommandoblöcke gehen. Und zwar genauer zu sein um Kommandoblöcke, die das Inventar auffüllen, wenn man einen Knopf drückt. Wie ihr vielleicht aus dem Titel schon entnommen habt, ist dies eine Videoantwort auf Spark of Phoenix Design, was hier wohl drauf ich gerade stehe. Kann ich euch nochmal kurz zeigen, wie das denn alles funktioniert hat. Ihr drückt einen Knopf und zack. Inventar voll mit den Sachen, die ihr eingestellt habt. Ja, das Ganze sah halt so aus. Überall die Fackeln wie ausgehen und wieder angehen, wird halt entsprechend das Inventar gefüllt. War mir jetzt ein bisschen zu groß. Habe das Ganze ein bisschen kleiner gemacht. Man kann Command-Blöcke nämlich auch direkt ansteuern. Und ja. Testen das Ganze da einfach mal. Zack. Habe ich entsprechend halt den Sachen, die ich dann halt eingestellt habe, bekommen. Und was vielleicht auch aufgefallen ist, es wurde automatisch alles, was vorher drin war, gelöscht. Das heißt, die Sachen, die ich da bekommen hatte, sind erst verschwunden und ich habe dann die neuen Sachen bekommen. Das hatte ich nämlich unten in den Kommentaren gelesen gehabt, dass einer halt gefragt hat, ob man das Ganze auch vorher löschen kann. Das geht ganz einfach. Man nimmt einen Clear-Befehl und dann halt entsprechend den Spieler. So, was machen jetzt diese ganzen Koordinaten dahinter eigentlich? Das kann ich euch kurz zeigen. Spark meinte, dass das Problem ist, wenn man jetzt, einer steht hier und man selber ist halt hier vorne, drückt den Knopf, dass der Spieler dann, der hier näher dran ist, ja die ganzen Sachen bekommt. Naja, ich stehe jetzt mal einfach mal hier, drücke den Knopf und wie ihr seht, es passiert nichts. Ich gehe auf dieses goldene Kreuz drauf, zack, bekomme ich meine Sachen. Ich kann mal runtergehen. Tja. Das mal halt diese entsprechenden Koordinaten, die sind nämlich hier überall auch drinne. Das sind sie 255, 11 minus 1564. Das ist halt genau, wenn ich halt hier stehe. Ups. Hier stehe, das ist halt genau diese Koordinaten. Und die Zahl dahinter, steht noch so eine 2 dahinter. Hier. Das haben diese 2. Und die ist dafür da, den Radius anzugeben. Das heißt, wenn ich die jetzt einfach mal auf 10 stelle, kann ich auch hier stehen, hier drauf drücken, bekomme das dann auch. Halt entsprechend halt für den, was ich gerade umgestellt habe. Was jetzt der Knopf dann, also der Button war. Stellen wir den wieder auf 2. Dann passiert halt nichts mehr. Erst wenn ich wieder in diesen Bereich reingehe, zack. Gut, die Teleportation kann man genauso machen. Sieht, ich wurde die ganze Zeit halt nur mein Inventar gewechselt. Das stelle ich mich mal hinten auf diesen Diamantblock. Zack, werde ich wegteleportiert. Selber Knopf, selbe Blöcke, nur dass ich halt plötzlich wegteleportiert werde. Das macht dieser Block hier. Der halt sagt jetzt halt, dass wenn die Koordinaten halt nicht mehr 255, sondern hier ist halt 252 jetzt drinne. Das sind halt genau die Koordinaten von dem Diamantblock. Der teleportiert mich dann halt per Teleportationskommando halt weg. So kann man halt auch mit einem Knopf auswählen, was er machen soll, indem man einfach auf verschiedenen Stellen steht. Wenn man jetzt halt noch haben möchte, dass man halt hier steht, man drückt den Knopf, bekommt erst seine Sachen, wird dann auch wegteleportiert, geht das natürlich auch. Leichte Verzögerung rein, wenn man halt erst seine Sachen bekommt und dann wegteleportiert wird. Ich habe jetzt die Teleportationskommandos halt auch wieder drinne. Halt TP für Teleportation. Ja, also einmal TP, Teleportation, dann das Add Player, halt der nächste Spieler, der halt entsprechend auf diesen Koordinaten steht, in einem Bereich von 2. Dann die entsprechenden Koordinaten, wohin teleportiert werden soll. Testen das Ganze nochmal. Also ich kriege meine Sachen und werde wegteleportiert. Ist also alles ziemlich leicht möglich. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ich konnte euch helfen. Und viel Spaß beim selber bauen.